So, und damit ein herzlich willkommen zu Dishonored 2. Weiter geht's. Wir sind jetzt im Großpalast drin. Ja, und ob? Ich habe die Antwort auf mein Versetzungsgesuch bekommen. Abgelehnt. Du musst das positiv. Mal schauen, wie ich hier reinkomme. Wahrscheinlich wieder irgendwie mit diesen Fahrdingsbums. Prozeduren nervt. Wir sammeln Geld ein, wie wir wollen, und verteilen, falls nötig, Schläge. Ich will nicht zum Großpalast. Hier aufwachsen. Das ist zu gefährlich. Brauchen wir uns ja nicht groß aufhalten mit dem ganzen Gezocks da. Ja, wir vergessen wahrscheinlich viel an Goldzeug und an Sammelbahnen. Leilas Geist, versteckter Zugang, Großpalast. Ja, so Sammelzeug vergessen wir wahrscheinlich eine ganze Menge, aber... Sie verlieren doch nicht die Nerven, hoffe ich. Nein, überhaupt nicht. Aber wie erkennt man denn den Herzog? Keine Ahnung, wo sie diesen Doppelgänger gefunden haben, aber er jetzt sieht aus... Jetzt werden sie zahlen, Herzog Abele. Ich sehe keinen Unterschied. Es gibt subtile Unterschiede. Also, angenommen, du erkennst Herzog Luca. Wie kriegen wir dann seinen Schlüssel? Das kriege ich schon hin. Wer weiß, was in diesem Tresor ist. Wir sind rein. Neuer Hinweis. Ich und schon fast in Gristle, bevor er am nächsten Tag einen Kater hat. Versteckter Zugang, Delilahs Geist, Großpalast. Okay. Weißt du, wer die Quartiere des Herzogs heute Nacht bewachen muss? Nein. Solange ich es nicht bin, ist mir das egal. Das macht echt keinen Spaß. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Herzog oder sein Doppelgänger. Der eine lässt einen schon auspeitschen, wenn man ihn falsch anguckt. Der andere langweilt einen zu Tode. Das sind seine Gemächer. Sind wir dann schon da? Das wäre jetzt lustig. Ja, ich glaube, hier gibt es keinen Zugang, oder? Übers Dach. Da brauchen wir gar nicht durch seinen ganzen Palast durch. Einfach übers Dach reingehüpft und klack. Mal gucken, was hier oben versteckt liegt. Bisschen Essenszeugs. Nee, aber wie es ausschaut, hat er kein Loch in seinem Dach. Doch, da. Eine Lüftung ist offen. Delilahs Geist. Da in dieser Kuppel ist der Geist drin. Versteckter Zugang. Herzogs Gemächer. Kann ich da runterporten? Das kann ich bestimmt nicht mitnehmen. Schade. So, das, die Gemächer sind noch blockiert. Noch ein bisschen tiefer. Na komm, du kommst da hoch. Müssen wir wirklich hier wieder so hoch? Ja. Hehe. Manchmal braucht man einfach Zeit für sich. Meine Verantwortung liegt auf mir. So. Ich wollte in die Lüftung. Mal schauen. Ach nee, das ist ein Aufzugsschacht. Da runter. Herzogs Gemächer. Klink. Habe ich da schon wieder so einen Roboter gehört?
ein Kurier? Haben Sie eine Nachricht für den Herzog? In seinen Gemächern bin ich. Und zwar mittendrin. Ich glaube, jetzt muss ich den nur noch finden. Da ist niemand. Seltsam, mein Gesicht auf allen. Die ist zugesperrt. Hä? Hallo? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Kann doch eigentlich gar keiner. Hier ist doch niemand. Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam sein. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwo so ein Roboter. Wie ich sie liebe. So, den sagen wir auf jeden Fall erstmal. Es geht nicht um Vorzüge. Der innere Zirkel ist voll von seinen Schoßhündchen. Was ist denn lecker? Wenigstens gehöre ich nicht dazu. Ganz genau. So. Jeder nicht mehr tätige Wachmann ist ein guter Wachmann. So, schauen wir mal hier hoch. Irgendwo muss ja der komische Herzog sich verstecken. Ist das der richtige oder ist das der falsche? Oder sein Doppelgänger? Jede Woche werde ich wie ein Zuchtbulle gewogen. Ich soll ein oder zwei Pfund zulegen, um mit dem guten Herzog mitzuhalten. Das ist sein Doppelgänger. So, dann speichern wir mal. Ich gebe mich jetzt einfach mal dem zu erkennen. Das ist definitiv sein Doppelgänger. Keine Verbeugung? Kein Handkuss? Ich könnte dasselbe fragen. Ein Geheimnis. Also dann, wer sind Sie und was wollen Sie? Sie sind der Doppelgänger. Hören Sie, Sie sind der Doppelgänger des Herzogs. Sie können nichts für ihn übrig haben. Ich werde seine Herrschaft beenden und ich habe einen Plan. Also gut, Sie haben recht. Aber wenn Sie den Herzog nicht töten wollen, was wollen Sie dann? Ich finde, Sie geben einen besseren Herzog ab als Luca Abele. Wenn ich ihn loswerde, ohne ihm die Kehle durchzuschneiden, könnten Sie die Leute überzeugen, dass Sie der Herzog sind? Kühn! Und ich gebe zu, es ist mir in den Sinn gekommen. Wenn die Leute glauben, ich wäre Herzog Abele und er der Doppelgänger, könnten wir ihn in die Klapsmühle stecken. Wir könnten jeden überzeugen, dass er den Verstand verloren hat und glaubt, der Herzog zu sein. Ich habe Jahre an meiner Rolle gefeilt, aber es gibt einen Haken. Er hat ein Medaillon, das ich brauche. Selbst wenn ich überzeugend spiele, was kein Problem sein sollte, wird mich die Garde nach dem Medaillon fragen. Luca legt es nie ab. Gut, das dürfte nicht lange dauern. Jo. Wenn es geschafft ist, verlasse ich die Stadt. Von Dunwall aus schicke ich Ihre Anweisung und erwarte maximale Flexibilität und Kooperation. Noch können wir Ser Konos vor dem Abgrund retten. Wir können wieder gut machen, was Herzog Abele angerichtet hat. Gefällt mir. Aber ich führe Ser Konos, wie ich es für richtig halte. Für die Menschen hier. Nicht als Marionette Ihres Kaiserreichs. Wenn Sie zustimmen, machen Sie den Herzog bewusstlos und bringen Sie ihn in seine Gemächer. Ich erledige den Rest.
Okay. Der Lila Koppersbun. Aber erstmal mache ich die Truhe auf. Wir haben ja hier irgendeinen Truhenschlüssel. Hä? Wer ist da? Doppelgänger. Luca AB. Der ist unter mir. Eindringling! Nein, nein. Was war das? Ich komme weg, los! Mist. Naja, dann laden wir halt nochmal. Bis gleich. So. Und nun kann es auch schon weitergehen. Jo, die Truhe müssen wir wahrscheinlich dann nochmal öffnen. War ja eigentlich klar, dass Rennen hier drin keine gute Idee ist. So, ich habe nichts gemacht. So, und irgendwo hier unter mir ist er. Gut, das heißt, ich muss noch eine Etage tiefer kommen. Ich schätze mal, das wird auch nicht das Problem werden. Ach, das ist einfach mal seine Badewanne. Okay. Das ist natürlich eine echt üble Badewanne. Ah, Türen. Ich und Türen. So, irgendwo da ist er. Die ganze. Da ist ein Wachmann. Ich bin eine Blume. Was zum... Halt! Zeit, das Kopfgeld zu kassieren! Zeit, was du drauf hast! Ich krieg dich schon! Verdammt, was zum... Komm zurück! Ah. Nicht schön. Der Herzog hat wohl einige von Jindors mechanischen Soldaten. Untergabe zeigt kriminelles Profil. Feuer frei! Tötet den Attentäter! Wow. Wie war das möglich? Na los! Wo versteckst du dich, Feigling? Ich weiß, dass du hier bist. Das ist Luca Abele. Mist! Sie ist weg! Hast eh keine Chance gegen uns! Hab dich schon gesehen. Los, hast du gar nicht. Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Alles absuchen. Nichts. Bleibt wachsam. Nichts. So, dich. Verflucht. Dich. Pass bloß auf! Klar, Jungs! Augen offen halten! Bin nicht in der Stimmung! Komm sofort raus! Nichts hier! Na, hey. Wieder da? Und wo bitte willst du hin? Keine Gnade! Signal abwarten! Ich hab's! Schuss! Schuss! Hier los! Löse die elektrostatische Ladung aus! Zurücktreten! Ah. Gabe für
Das war nicht sein. Wegbleiben! Aua, aua, aua. Sie ist verletzt! Mach sie fertig! Schmeiße nochmal! Kann nicht sein! Das hier ist dein Ende! Du gehst nirgends! Warum du bist leise? Ich habe was gehört. Nimm da! Ich sehe sie. Das wird eine. Ist da jemand? Zeig dich! Hey, wer rennt da drüben herum? Niemand. Und bleibt sie weg! Das ist zu blöd. Nee, jetzt habe ich alle hinter mir. Das ganze Haus langsam. Nee, nee. So. Ich gehe nochmal. Da haben sie mich zwar schon entdeckt. Zumindest einmal, aber da war meine Position noch müh besser. Machen wir es nochmal. Blöd gelaufen. So. Was? Ich dich, dich, dich verbinde. Bleib wachsam! Komm raus aus deinem Loch! Sind diese Blechbüchsen da nur noch weg? Nichts! Schaut unter den Tischen. Hast eh keine Chance gegen uns. Na ja, mal schauen. Die Blechbüchsen müssen weg. Ich war wohl zu spät. Verschwindet, ihr Blechbüchsen. Verschwindet. Ist da jemand? Die schon wieder. Zeigen Sie sich! Da stimmt was nicht. Ich finde dich schon. Wo ist sie, verdammt? Tja. Ich frag mich, was das wohl war. Irgendwann finden wir dich. Mal kurz warten, bis die sich wieder beruhigt haben. Versteck wie eine Ratte? Sie sind keine Kaiserin. Ach, ja. Los, ich habe keine Zeit für Spielchen. Da kommen wieder die Blechbüchse. Ah, ich krieg sie schon noch. Komm, gebt halt auf. Mensch, ich bin doch schon lang nicht mehr da. In den letzten 5 Jahren sind mehr schlimme Dinge passiert, als in meinem ganzen Leben davor. Ach, nicht gesehen, das... Ich soll mir noch erst anfangen, dann hier. Da kommt wieder eine. Habt ihr euch bald mal beruhigt? Da ist einer, da ist einer. Da ist ein Roboter. Wenn jetzt der Roboter noch rausgehen würde aus dem Raum. Wiedereinleitung des Graphits. Suchen die mich noch? Ich glaube nicht, wa? Gar nicht so übel für den Herzog zu arbeiten, solange man in der Garde ist. Hat's echt gut erwischt. Der Roboter muss weg. Wie machen wir das am blödesten? Nein, dass sie meinen Brief eben in diesem Augenblick liest. Immer noch Leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Die Maschine läuft gerade langsam. Dann lauf halt langsam. Lauf aber mal langsam woanders hin. Drecksluft. Ekelhaft. Kann nicht gesund sein. Der Roboter verschwindet hier nicht, so wie es ausschaut. Ich hab's ihnen gesagt. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einfach da drauf zu springen und zu gucken, was passiert. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut an der Stelle, wenn's gefallen hat, denkt ans Däumchen und bis dahin, viel Spaß. Macht's gut, wie auch immer.